Liebe Heidelbergerinnen und Heidelberger, liebe Gäste aus nah und fern, schön, dass Sie sich auch im Regen zur Eröffnung des Heidelberger Weihnachtsmarktes eingefunden haben. Seien Sie herzlich willkommen. Dekan Dauer und ich freuen uns, Sie auch in diesem Jahr wieder mit einigen Worten und einem Gebet einzustimmen auf die besondere Zeit, die nun im Advent vor uns liegt. Heute Morgen habe ich das Plakat mit dem Monatsspruch für Dezember in den Schaukasten an der Friedenskirche gehängt. Darauf steht: Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Gemeint sind die drei Weisen aus dem Morgenland, denen ein Stern den Weg nach Bethlehem weist. Und als sie auf Umwegen dort ankommen und Maria und Jesus finden, überreichen sie ihre kostbaren Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Auf dem Weihnachtsmarkt werden sie natürlich auch das eine oder andere Geschenk finden. Vielleicht nicht gerade aus Gold, aber wenigstens etwas Goldiges. Aromen und Düfte, Kostbares und Kurioses, Kitschiges und Köstliches. Um sich selbst oder denen, die sie in der Weihnachtszeit beschenken möchten, eine Freude zu machen. Machen Sie ab heute reichlich davon Gebrauch, sich und andere in der Adventszeit hoch zu erfreuen. Sie können beim Gang über den Weihnachtsmarkt aber auch, wie die drei Weisen, viele Zeichen entdecken, die auf das Weihnachtsevangelium hinweisen. Sterne wie den von Bethlehem, Engel wie die auf dem Feld bei den Hirten oder einen Christstollen, der bei der Herstellung gewickelt wurde, wie das einstmals in Windeln gewickelte Kind. Ja, die Weihnachtswelt ist voller Zeichen, die uns über unsere kleine und beschauliche Welt hinausweisen, auf die große Welt Gottes und auch auf die Welt in der Ferne, in der es nicht so beschaulich und heimelig zugeht wie hier bei uns. Und so lassen Sie sich hier auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt gerne verzaubern von lang ersehnten und von ganz neuen Dingen, die es da zu entdecken gibt. Aber vielleicht auch einmal ganz bewusst auf die Zeichen achten und sie wahrnehmen, die an dieses Kind in der Krippe und an seine Geschichte erinnern. Und wenn Sie dann ganz gelegentlich auch einmal eine Pause brauchen, sind die Heilig-Geist-Kirche hier und die Jesuitenkirche dort tagsüber auch für Sie geöffnet. Wir wünschen Ihnen gesegnete Wege durch den Heidelberger Advent. Menschenfreundlicher Gott, wir wünschen uns Frieden, Sicherheit und Geborgenheit, gerade jetzt, in diesen Tagen. Aber gerade deshalb vergessen und verdrängen wir nicht die Not so vieler Menschen auf dieser Welt. Auch jetzt in dieser Stunde wissen viele nicht ein noch aus oder irren ziellos umher. Das Leid macht uns oft sprachlos. Deshalb beten wir und bitten dich, sende den Geist der Mitmenschlichkeit und Versöhnung in alle Herzen. Eröffne Wege zum Frieden, dass Kinder, Jugendliche, Menschen aller Altersgruppen die Zukunft miteinander und füreinander gestalten. Segne alle Gäste des Weihnachtsmarktes und besonders die Schausteller und ihre Familien. Schenke uns eine gesegnete Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Pfarrerin Reister-Ulrichs und ich wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend heute auf dem Weihnachtsmarkt und auch in den kommenden Wochen. Behüt Sie Gott. Auf die
Liebe Heidelbergerinnen, liebe Heidelberger, liebe Gäste aus nah und fern, auch im Namen der Stadt, grüße ich Sie ganz herzlich zur traditionellen Weihnachtsmarkteröffnung. Zu der Tradition gehört auch, dass es am Eröffnung des Weihnachtsmarktes regnet, aber er lässt ja gerade wieder nach, also schön, dass Sie alle da sind. Bis zum 22. Dezember wird dieser Weihnachtsmarkt Sie wieder erfreuen und das Winterwäldchen auf dem Kornmarkt ist dann sogar bis zum 1. Januar 2019 und die Eisbahn traditionell bis zum Dreitönigtag am 6. Januar. Es gibt auch in diesem Jahr wieder Sonderaktionen, zum Beispiel jeden Montag ist der Tag der Studenten mit preisreduziertem Glühwein an den teilnehmenden Ständen. Die Karussellfahrt hier übrigens am Marktplatz ist heute noch eine halbe Stunde kostenlos, also ran an die Karussells. Jeden Donnerstag ist Familien- und Seniorentag und es warten viele Vergünstigungen an den teilnehmenden Ständen. Aber auch das soziale Engagement kommt nicht zu kurz. Das Haus des Weihnachtsmannes hier auf dem Weihnachtsmarkt ist durchgehend bis 22.12. eröffnet. Die UNICEF-Hütte auf dem Bismarckplatz ist auch wieder da. Und der Rotarack-Club mit dem Wünschebaum steht am Kornmarkt und zwar am 1. und am 8. Dezember. Und hier können die Weihnachtsmarktbesuchern Heimkindern ihre Wünsche erfüllen. Also wenn Sie noch was Gutes tun wollen, dann kommen Sie am 1. und am 8. Dezember auf den Kornmarkt. Ja, und der Verein Obdach e.V. ist wie immer an allen Weihnachtsmarktsonntagen auch auf dem Parkplatz. Ja, und dann der traditionelle Pink Monday am nächsten Montag hier, die Spendenaktion für die AIDS-Hilfe Heidelberg e.V. und natürlich die Bürgerhütte hier am Marktplatz. Also Sie sehen, alles wieder da und Sie können viel Gutes tun, wenn Sie es möchten. Insofern möchte ich mich jetzt noch bei allen bedanken, die heute hier mitgewirkt haben. Die beiden Dekane der evangelischen und der katholischen Kirche, Frau Reister-Ulrich und Herr Dr. Dauer. Der Kinderchor des Bildungshauses für Musik in Heidelberg und Ziegelhausen, beziehungsweise aus Heidelberg-Ziegelhausen. Aus Heidelberg-Ziegelhausen ist ja gut. Unter Leitung von Herrn Tiroler, den Blechbläsern des Philharmonischen Orchesters und der Ingrid Schwarzband für die musikalische Umrahmung, dem Christkind Ingrid, das Sie gleich noch kennenlernen wollen, mit seinen Engeln Clara, Viktoria, Katna und Nisha und natürlich Heidelberg Marketing als Veranstaltern. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und genießen Sie heute die Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Vielen Dank. Thank you.
Wir Menschen hier im weiten Rund, ihr, die ihr einst Kinder wart, ihr Kleinen am Beginn der Lebensfahrt, ihr, die ihr kommt mit eures Alltagssorgen, vergesst sie heute, freut euch auf morgen und höret alle zu, was das Christkind nun tut kund. In jedem Jahr, 4 Wochen vor der Zeit, da man den Christbaum schmückt und sich aufs Feiern freut, entsteht auf diesem Platze ein Treiben, das euch ein Leben lang im Sinn soll bleiben. Dies Städtlein in der Stadt aus Holz und Tuch gemacht, so flüchtig, wie es scheint, in seiner kurzen Pracht, ist doch von Ewigkeit. Christkindlmarkt bleibt immer jung, solange es Heidelberg gibt und die Erinnerung. Denn alt und jung zugleich ist dieser Stadt Angesicht, das viele Züge trägt, ihr zählt sie alle nicht. Da sind die Häuser und die Straßen. Ihr seht die altvertrauten Gassen, blickt hin auf viele neue Werke und schaut hinauf, die grünen Berge. Jedoch, es bleibt auf alle Zeit das Heidelberg, das ihr seid. Am Saum des Jahres steht nun bald der Tag, an dem man sich selbst wünscht und auch anderen selten mag. Es leuchtet der Markt im Lichte weit und breit, Schmuck, Kugeln und selige Weihnachtszeit. Dann vergesst nicht, ihr Menschen jung und alt, wie einst im Stall von Bethlehem es war, arm und kalt. Freut euch auf des Christkinds Gaben und denkt auch an die, die nichts von all dem haben. Die Kinder der Welt und die armen Leute, die wissen am besten, was Schenken bedeutet. Ihr Kinder und ihr, die ihr einst Kinder wart, seid wieder klein und freut euch der Zeit, da ihr leben dürft in Geborgenheit. Das Christkind lädt zu seinem Markte ein und wer da kommt, der soll willkommen sein. Oh,
Christus geht.